Hallihallöchen, willkommen zurück bei Starfield. So, warte mal. Wir wollten einen anderen Raumanzug haben. Wollten wir auf jeden Fall. Zack. So. Haben wir noch einen besseren Helm? Nö. Haben wir andere Outfits? Nö, bringt uns auch nichts. Dann verkaufen wir die jetzt eben auch nochmal. Weil, Willkommen, Yusuf. Ja. Hoffentlich wirst du fündig. Ja, dann hoffe ich ja auch mal bei dir. Achso, warte mal. Gut, verkaufen. So, der war ja nicht mehr so gut. Kleidung, da hat man auch irgendwie so, ne? Bringt nämlich nichts, wenn wir die noch mit rumschleppen. Rucksäcke. Weg. Da geht es doch schon um einiges einfacher. So, jetzt haben wir da mal. Nee, jetzt. Du bist jederzeit willkommen. Danke. Das Warten nichts ausmachen. Komm, Frau. Vibe. Vibes. So, jetzt aber. So, jetzt können wir nämlich auch Schnellreise von mir aus machen. Achso, warte mal. Geh. So. Jetzt habe ich immer noch nicht geguckt, wie viel Kohle wir wieder haben. Aber egal. Ist ja auch nicht so schlimm. Sammeln. Das ist das Wichtigste. Jetzt die Frage, holen wir uns jetzt noch eben die nächste Kraft oder suchen wir nochmal so ein Artefakt? Ich würde eigentlich noch ein Artefakt suchen. Nee, die letzte. Doch, Artefakt. Dann haben wir nämlich die Mission auch beendet, ne? Map. Ach so. Auch nicht? Okay, Kurs festlegen. Sprung. Und dann muss ich jetzt Sprung für Sprung machen, oder was? Angeblich hat die Constellation viele neue Dinge gesammelt. Alter, meinst du, die Leute merken das irgendwann? Nein, kein Stück. Warum auch? So, wir müssen weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Zeit ist Geld. Oh, warte. Oh, nein, ich habe rausgeklickt. Das ist natürlich doof, wenn man dann rausklickt, ne? Das ist doof. So, warte mal. Bis hierhin kann ich? Warum kann ich ja nicht in einem direkt durchspringen? Das habe ich noch nicht. Naja. Achso. Festhalten, Mann. Von Sprung zu Sprung. Oh. Was steht als nächstes an? Ja, wir springen weiter, Mann. Das ist so einfach. Was steht als nächstes an? Weiter springen. Bis wir dahin sind, wo wir hinwollen. Ganz einfaches Ding. Hä? Achso, das war wegen Crimson Fleet, ne? Trotzdem springen wir dahin. Die Welt retten, die Galaxie retten, das Universum retten. Ich rette auch gleich viel. Jetzt habe ich OBS so weit rübergezogen. Das ist total doof, aber naja, machen wir gleich wieder richtig. Oh! Wir machen mal ganz schnell einen Sprung, weil, das Schiff ist, glaube ich, nicht so dafür ausgelegt. Gott sei Dank, wir fliehen. Gott sei Dank. Oh, OBS, das geht mir jetzt gerade um den Geist, das ist so hoch. So viel, so weit weggezogen ist. Naja. So, nächster Sprung. Mein Gott, ich mache ja hier nur Sprünge. Oh, wenn ich auch festhalte. Ich mache ja hier nur Sprünge. Nur Sprünge. Ein Sprung zum anderen. Wieder ein erfolgreicher Sprung.
Dir ist kein Weg zu weit, Captain. Natürlich machen wir mal eben noch. Was ist denn das? So. Nicht identifiziertes Schiff, bitte bestätigen. Nö. Wir sind jetzt gleich weg. Ich hab keine Zeit zum Sprechen, Mann. Wir müssen hier die Welt retten. Au. Keine Zeit für sowas. Oh. Okay, wir müssen da. Uah. Wir müssen auf jeden Fall nicht dagegen fliegen. Kann ich ja nicht andocken? Ja. Ich dachte, ich könnte andocken. Ja gut. Dann halt nicht, ne? Ich dachte, wir könnten andocken. Oh, Backe. Es sieht sehr interessant aus hier. Wie viele Lebensformen es auf diesem Planeten wohl gibt? Das weiß ich ja noch nicht. Ja. Vor allen Dingen finden wir mal raus, was hier los ist. Oder wer hier lebt, ne? Ich hab ein bisschen Sorge. Ich hab ein bisschen Sorge. Man weiß ja nie, wer hier ist, ne? Forschungsstation Nishina. Hier spricht Hughes. Was wollt ihr hier? Was? Wir haben kein Notsignal gesendet. Hä? Nichts zu hören. Keine anderen Schiffe im System seit der letzten Vorratslieferung. Was willst du hier eigentlich abziehen? Wirklich. Im Hochenergieforschungslabor. Also gut. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber du solltest mit der Direktorin sprechen. Okay. Aus Sicherheitsgründen muss deine Begleitung bitte da draußen warten. Nein! Drinnen bei mir und mach keine Pläne.
Ich mach die Tür auf. Willkommen in Nishina. Ich beobachte alles von hier aus und du tu, was du tun musst. Sei nur vorsichtig. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Mach auf! Ich rufe Code Gelb aus. Alle Sektionen jetzt abgeriegelt. Leitende Mitarbeiter. Protokoll Delta. Use Ende. So, bin gleich bei dir. Oh, ich kann nicht killen. Verarsch mich nicht. Ethan Hughes, Security Chief. Folge mir. Ich bringe dich zur Direktorin. Wir gehen hinten rum nach oben. Hinten rum. Ja, geh, lauf. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Hier siehst du unseren schönen Lagerraum. Nichts anfassen. Also. Nishina Vol. Loa. Was war das? Was war das? Elvis. Was zur. Ruhig. Ruhig. Was war das? Was zur Hölle war das? Eben bist du mir noch gefolgt. Dann warst du einfach weg. Kurz darauf tauchst du aus dem Nichts auf und siehst aus, als wärst du mitten im Kampf. In unserem Lagerraum? Ich hätte dich nicht reinlassen dürfen. Was ist das? Eine Art Tarntechnik? Für wen arbeitest du? Hör zu. Ich weiß nicht, was los ist. Bringen wir dich zur Direktorin. Vielleicht kann sie das klären. Ja, besser ist das. Komm schon, hier entlang. Ja, gib mal Gas. Los. Nicht schon wieder. Wer ist da? Oh, oh Gott sei Dank. Endlich ist jemand da. Das Notsignal. Du hast das Notsignal empfangen, richtig? Was meinst du damit? Moment mal. Wie bist du hier reingekommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Hughes? Ethan Hughes? Aber er ist tot. Was? Nein. Nein, 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 das ergibt keinen Sinn. Außer der Unfall. Vielleicht... Ist das eine Nebenwirkung des Unfalls? Wenn die Sonde immer noch Strom in die Verzerrung leitet, dann... Vor Los. Drei Monaten habe ich ein Experiment in unserem Hochenergie-Forschungslabor kalibriert. Es gab einen Unfall. Eine Explosion. Es gab ein Gasleck. Und ein Feuer. Ich saß im Kontrollraum fest und konnte nichts mehr tun. Sie sind alle tot. Das Labor war um einen Xenolith mit einem dichten metallischen Objekt gebaut. Oh. Wir sollten... Wartet, er ist zurück. Alles klar, sind unterwegs nach oben. Use Ende. Ich habe gerade die Direktorin informiert. Lass uns weitermachen. Okay. Sollte etwas passieren. Das Büro der Direktorin ist auf Ebene 2 am Ende des Flurs. Du kannst es nicht verfehlen. Okay, irgendwas wird wahrscheinlich passieren. Natürlich.
Oh, ich hasse so eklige Viecher. Was denn du? Ich bin falsch gelaufen, oder? Ey, das ist nicht nett. Mein Gott, das wird ja langsam hier so ein bisschen. Geh rein. Los. Chefin. Danke, Ethan. Ah, komm rein. Kaya Patel, Forschungsdirektorin. Sehr gut. Und das ist unsere leitende Wissenschaftlerin, Maria Hughes. Ethan meinte, du bist direkt vor ihm verschwunden. Zweimal? Dreimal? Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du hier treibst, aber es muss für das alles eine vernünftige Erklärung geben. Ein Artefakt? Du meinst die Quelle der Verzerrung? Nein, haben wir nicht. Klär uns auf. Echt jetzt? Mehr hast du nicht zu sagen? Nein, nein, schon gut. Du hast also bereits eine Verbindung zu ihnen. Vielleicht ist das der Grund, warum nur du betroffen bist. Das ist schwer zu glauben. Wie kommst du darauf? Erzähl uns von diesem anderen Universum. Raphael? Raphael ist bei dem Unfall gestorben. Er... Moment mal. Ausgebrannt? Das Leck. Es gab ein Wasserstoffleck direkt nach dem Unfall. Es wurde innerhalb von 1 oder 2 Minuten eingedämmt. Wäre das nicht geschehen, hätte es durchaus eine Explosion... Ein anderes Universum? Ups. Oh, steile These. Diese Anlage und die Forschungsebene 2 Kilometer unter uns wurden zur Untersuchung einer Gravitationsverzerrung gebaut. Dieses Artefakts und des von ihm erzeugten Feldes. Vor 3 Monaten kalibrierte unser Chefingenieur Raphael eine experimentelle Sonde, als etwas schief ging. Wir wissen immer noch nicht, was passiert ist. Es gab eine Reihe von Explosionen. Und irgendwie läuft sie immer noch. Das würde Sinn ergeben. Deshalb nimmt die Feldstärke immer mehr zu. Wir haben eine Steuereinheit für die Sonde. Nach dem Unfall habe ich versucht, das System damit abzuschalten. Aber der Notschalter ist tot. Wir könnten sie manuell abschalten, aber die gesamte Forschungsebene ist abgeriegelt. Wir kommen nicht mal da unten hin. Wie? Die Forschungsebene ist doch abgeriegelt. Wir können nicht mal den verdammten Aufzug benutzen. Wie bitte? Clever. Raphael hat in dem anderen Universum überlebt. Er kam aus dem Labor zurück. Sein Aufzug funktioniert also wohl. Nimm ihn und du könntest das Experiment beenden. Das ist doch verrückt. Tja. Aber zuerst müssen wir etwas gegen dein Shiften tun.
Maria, funktioniert eine der anderen Steuerungen noch? Können wir die Teilchenabtastrate einstellen oder die Strahlspannung? Das meinst du nicht ernst? Wir haben keine Ahnung, was wir hier tun. Dieses Ding manipuliert schon die Raumzeit. Wenn das noch schlimmer wird... Es könnte auch schlimmer werden, wenn wir nichts tun. Anders kommen wir jetzt nicht weiter. Richtig. Ach, na gut. Einen Versuch ist es wert. Ja. Klingt so, als hätten wir einen Plan. Ja. Komm mit mir. Die Steuerungseinheit ist im Herstellungslabor nebenan. Alles klar, aber das erst in der nächsten Folge. Ciao!